Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge haben wir mit Mutter Gothel angefangen und da wir nicht wussten, wie lange das Ganze dauert, habe ich dann gesagt, also, dass wir dass wir in dieser Folge weitermachen werden. Und ja, da sie natürlich noch ein paar Level hat, denke ich mal, wird das auch noch ein bisschen länger gehen. Nun, ich habe ein paar Stellen von Dagoberts Sonnenschriftrolle übersetzt, dank deiner kleinen Hilfe. Was steht dort? Tragischerweise liefert sie nicht alle Antworten, die ich mir erhofft hatte. Sie weist lediglich auf den nächsten Schritt hin, um den Sonnenstein zu finden und die große Weide wiederherzustellen. Es geht immer wieder um Macht und Magie, bla bla bla, aber dann steht da, dass die restlichen Hinweise in einer Grotte im Tal liegen. Nur das Feuer eines Gegenstands macht Sonnenlichtfackel, namens Sonnenlichtfackel, kann sie sichtbar machen. Eine Fackel herstellen, klingt einfach. Ich wollte dich nicht mit etwas zu komplizierten verwirren. Nun, wir müssen drei davon haben. Eine für jeden Meilenstein des Tages. Morgengrauen, Mittag und Sonnenuntergang. Du wirst etwas magischen Saft brauchen, der als Brennstoff dient, aber den habe ich dir schon besorgt. Zerbrich dir nicht den Kopf über das Rezept, ich habe es dabei. Außerdem musst du einige Steine finden. Zitrin, Aquamarin und Granat, die die Meilensteine des Tages symbolisieren. Wenn du das alles hast, stelle die Sonnenlichtfackeln her und komm sofort zu mir zurück. Und jetzt husch. Gut, jetzt weißt du, dass du immer auf mich hören musst. Ja, von wegen, ich muss nur noch... Oh nein, Aquamarin, gerade den habe ich gar nicht und der ist so schwer zu kriegen. Wir kaufen auch mal eben den Stoff. So, nicht, dass ich das vergesse. Aber wir kaufen auch noch das Weichholz, weil wir davon nämlich auch viel brauchen. Fasern. Wir brauchen Fasern. Die Frage ist... Achso, warum laufe ich da jetzt eigentlich hoch? Ach nee, Moment. Ich habe doch hier unten auch noch eine Werkbank. Die wollte ich übrigens irgendwann mal hier wegstellen, aber naja... Ich wollte ja schon so viel irgendwie umstellen. Fasern hier. 100 können wir herstellen. Moment, da gucke ich nochmal eben. Also, 48 brauchen wir. 48. Ach, da oben stehen die Fasern. 48, Quatsch. 48 brauchen wir. Also 50 stellen wir mal her. So. Und dann brauchen wir noch Aquamarin. Und Weichholz. Weichholz habe ich natürlich gerade erst alles eingesammelt. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt geht. Aquamarin. Edelsteine, da ist es doch. Im Wald der Tapferkeit oder am schillernden Strand. Ja, ich habe es irgendwie befürchtet. Okay, fangen wir mal mit dem Strand an, weil ich da jetzt sowieso gerade bin. Problem ist nur, Aquamarin dauert natürlich wahnsinnig lange, bis wir den da rauskriegen. Oder wenn wir eine Quest haben, kriegen wir den direkt beim ersten Abbau. Aber ich denke nicht, dass das jetzt bei jedem hier so laufen wird. Weil wie gesagt, das ist halt doch ein Stein, der sehr selten ist. Auf der anderen Seite hätten wir noch was. Da war noch einer. Der aber gelb ist und vermutlich jetzt keinen Aquamarin daraus bringt. Nee, natürlich nicht. Das war, glaube ich, Zitrin oder so. Ja gut, die Steine nehmen wir auch nochmal kurz mit. Es ist ja schnell geschlagen und wir brauchen, also ich brauche sie zumindest auch noch, damit ich die Sachen besser sortieren kann. So, dahinter haben wir jetzt noch einen, der natürlich auch wieder nicht das Richtige drin hat, so wie es aussieht. Natürlich nicht. Warum sollte auch das Richtige da drin sein? Ach komm, lauf. Dann schauen wir hier nochmal nach. Das Problem ist jetzt natürlich, wenn wir das jetzt nicht in einen Schlag hinkriegen, also wenn wir jetzt einmal hier rumlaufen, dauert es natürlich wieder eine ganze Weile, bis sich das Ganze regeneriert hat.
Und dann müssten wir wieder, wenn auch nur auf gut Glück, hin und her laufen und dann wieder alles hier abfarmen. Das finde ich halt wirklich sehr doof gemacht. Hier war, glaube ich, keins mehr so davor, ne? Nee. Das finde ich halt doch sehr doof gemacht, weil, ja, man würde das dann schon gerne in einen Rutsch durchziehen können. Die Muscheln nehme ich jetzt nochmal schnell mit. Weil, wie gesagt, Muscheln sind immer so Sachen, ne? Die ich nicht so oft finde. Hier war jetzt gar kein Stein mehr. Okay, was war da jetzt nochmal? Ich habe schon wieder vergessen, wie immer. Wald der Tapferkeit. Ne, dann habe ich es doch richtig im Kopf gehabt. Okay, Wald der Tapferkeit. Schauen wir mal nach. Hier kann man natürlich jetzt auch nicht so viel abbauen. Mal schauen, ob da noch ein Aquamarin drin ist. Bei meinem Glück wieder nicht. Nee, natürlich. Jetzt kommt das ganze Eisen, was ich sonst immer gebraucht hätte. Ja, okay, das reicht. Das ist mir aufgefallen. Zitronen und auch Bananen braucht man nicht so viel von. Achso, das ist auch Weichholz. Wenn ich hier nicht so rumbacken würde, könnte ich das auch alles einsammeln. Das ist kein Weichholz. Ich weiß auch nicht, was jetzt genau. Also, es gibt helle, die sind weich. Es gibt dunklere, die sind weich. Jetzt gibt es die rötlichen, die sind kein Weichholz. Naja, gut. Ich meine, das ist von Nadelbäumen. Könnte man sich vielleicht noch denken, muss man aber nicht. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Ja, Stitch. Das ist schön, dankeschön. Aber musst du mich hier so erschrecken mitten beim Aufsammeln? So, das sind wieder die falschen hier. Ich meine, mit Sammeln können wir sie ja trotzdem. Hier ist, glaube ich, noch ein richtiges. Oder auch nicht. So, da war doch, oder? War hier nicht sonst einer? Bin ich jetzt in der falschen Ecke? Das nehmen wir auch mal direkt mit. So. Da kommt man von links besser ran. Das sammeln wir auch noch schnell ein. Oh, so ein großer, den muss ich natürlich mitnehmen. Ach ja, irgendwann habe ich alles voll. Bei meinem Glück werde ich jetzt heute gar keinen Aquamarin mehr finden, sondern nur noch Eisenerz. Was ja immer toll ist, wenn man Eisenerz findet an sich. Aber ja, ist halt nicht so toll, wenn man gerade was anderes dringend braucht. Und ich befürchte leider, dass wir das auch nicht mehr in dieser Folge schaffen werden. Ich schau hier nochmal. Doch, das gilt noch unter dem Wald der Tapferkeit, streng genommen. Na, ich wusste es. Das war schon so grün. Oh, Hallöchen. So. Tja, es ist wirklich wie verhext. Und ich bin ganz ehrlich, das ist natürlich auch doof, mir jetzt die ganze Zeit dabei zuzuschauen, wie ich hier die ganzen Ressourcen plündere. Ich würde jetzt mal einfach sagen, ich drehe hier noch meine Runde zu Ende. Ich meine, hier wüsste ich jetzt eigentlich gar keine Stelle mehr. Aber ich schaue dann auch nochmal, dass ich zwischendurch dann auch nochmal Weichholz besorgen kann. Im Moment finde ich ja irgendwie mehr von dem anderen Holz als von dem, was ich brauche. Dass ich das noch zwischendurch zusammensammle und dann vielleicht nochmal eine Runde, oder ich muss ja dann nochmal mindestens eine Runde laufen, um ja, den Aquamarin zu finden. Und ja, ich würde sagen, dass ich euch dann gleich wieder hinzuschalte, wenn dann wieder was Spannenderes kommt. Hoffentlich, dass wir mit der Quest weitermachen können. Bis gleich. Was ist das bitte? Ja, ich wollte gerade noch mal zum Strand runtergehen.
Und da habe ich gerade dieses Ding hier gesehen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich muss mir da tatsächlich mal kurz einen Screenshot von machen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich heb das jetzt mal einfach auf. Stand auf dem Bösometer ansehen. Neue Aufgabe. Ah! Ah! Das ist also die Voraussetzung dann gewesen, um bei Stitch weiterzumachen. Ja, das ist hier cool. Ja, ich habe keine Ahnung, woran das jetzt gelegen hat. Vielleicht hat es jetzt daran gelegen, dass wir das gefunden haben. Ich weiß auch nicht, ob ich da vorher schon dran vorbeigelaufen bin. Vielleicht hat es auch daran gelegen, dass wir Mutter Gurtel gemacht haben. Oh, einen zweiten haben wir gerade gefunden. Ich habe keine Ahnung, aber ich finde es einfach nur cool. Ich werde hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiterfarmen. Und ja, schalt euch dann gleich wieder hinzu. Endlich, endlich. Wir können die Fackel herstellen. Oh, das war jetzt aber auch wirklich eine Farmerei hier. So. Also die drei Fackeln können wir herstellen. Ich hoffe, dass das für alle drei reicht. Nicht nur für eine. So, Sonnenlichtfackel. Dreimal. Achso, ja, das hatte sie mir ja gegeben. Ich wollte gerade sagen, ob ich das denn jetzt schon wieder her? Okay, so. Sprich mit Mutter Gotel. Wo ist sie denn? Sie kommt gerade angelaufen, okay. Nein, sie kommt nicht angelaufen, sie läuft gerade weg. Mutter Gotel, bleib doch mal stehen. Hier drüben! Mhm. Oh, ich wusste, dass meine kleine Lieblingshelferin meine Sonnenlichtfackeln im Nu haben würde. Oh. Nun muss jemand, der Dreamlight-Magie anwenden kann, auf den Grund der mystischen Grotte gehen. Dort findest du den Sockel der Sonne. Stelle die Sonnenlichtfackeln da drauf. Ach nee, oder? Hm? Dann wird etwas passieren. Ich bin sicher, es wird nicht gefährlich sein. Für mich. Ja, klingt einfach. Aha. Oh, ich bin so froh, dass du das sagst. Egal, was passiert, ich will es wissen. Bring mir einen Beweis für alles, was du da unten findest. Diese Unterhaltung ist jetzt beendet. Schuh, Schuh. Schuh, Schuh. Sind wir jetzt hier bei Kleinkindern oder was? Oh mein Gott, okay. Ja, ich finde es übrigens geil, dass Stitch nebenbei, wo ich jetzt nichts spezifisch für ihn gemacht habe, schon auf Level 5 gestiegen ist. Das ist doch recht cool. Und ich ahne, auf welche drei Sockel das gelegt werden soll. Das sind ja drei Fackeln. Ah, und ich habe mich immer gefragt, warum, wieso, weshalb, wie ich das dann da unten machen kann. Ja, natürlich. Okay. Das sieht cool aus, auch wenn ich jetzt hier gerade kein vernünftiges Bild irgendwie hinkriege. Ist denn hier irgendwas passiert? Nö. Ja, die sind angegangen, aber... Noch eine letzte Sache. Ach so, mach ein Foto von den seltsamen Symbolen. Ja, habe ich jetzt quasi gemacht, aber ich habe natürlich keinen Screenshot gemacht. Okay, dann von den seltsamen Symbolen, die sollen ja da rein. Das reicht, ich weiß nicht. Ja, okay, das reicht ihr. Das können wir auch direkt mal annehmen. Oh, Stitch findet das total schön hier. Wir müssen aber trotzdem leider gehen, Stitch. Wir müssen mit der Quest weitermachen. Oh, das war jetzt aber auch... Ich meine, die ist nicht kompliziert gewesen, aber man musste halt doch schon sehr, sehr viel rumlaufen, sehr, sehr viel einsammeln. Klar, man konnte jetzt das helle Holz von dem restlichen Holz ganz gut unterscheiden. Aber, naja... Ach so, stimmt, Donald hat ja auch wieder eine neue Quest. So, was ist mit dir? Wo läufst du jetzt hin? Läuft sie mir entgegen? Nein, sie dreht wieder um. Deswegen laufe ich ihr jetzt hinterher. Mutter Gotel! Sitz, Platz, bei Fuß. Hallo?
Hallo. Was für ein Vergnügen. Du bist zurück und hast den Beweis. Lass mich mal sehen. Um dies zu entziffern, bedarf es mehr als einen kurzen Blickes. Ab jetzt. Ich rufe dich, wenn meine Nachforschungen abgeschlossen sind und ich jemanden für körperliche Arbeit brauche. Das ist alles? Oh, du müsstest mal dein Gesicht sehen. So ernst. Ja. Geht nicht anders, wenn man so abserviert werden soll hier. So, da wir aber noch nicht so lange jetzt gespielt haben, machen wir natürlich weiter. Ah, meine kleine Lieblingsassistentin, du kommst gerade rechtzeitig, um meine Neuigkeiten über den Sonnenstein zu erfahren, bei dessen Aufspüren du mir schon seit einiger Zeit hilfst. Erzähl mir alles. Nach einigen brillanten Schlussfolgerungen meinerseits zeigte mir das Bild, das du mir aus der mystischen Grotte mitgebracht hast, was mit dem Sonnenstein geschehen ist. Um es einfach auszudrücken, er ist zerbrochen. Du musst die Fragmente finden und sie mir bringen. Nur jemand, der über Dreamlight-Magie verfügt, kann die Teile des Sonnensteins sammeln. Du bist so gut darin, Dinge zu finden. Das ist wirklich dein einziges Talent, weißt du? Oh, das war nur ein Scherz. Ich liebe deine Witze. Ja, genau. Wie wäre es mit einer Entschuldigung oder ich mache gar nichts mehr? Du meine Güte, da ist aber jemand empfindlich heute. Na gut, es tut mir leid. Du solltest wirklich lernen, einen Scherz zu verstehen. Wenn du die ganze Zeit so ernst bist, bekommst du Falten im Gesicht, meine Liebe. Und glaub mir, dein Gesicht ist auch so schon unansehnlich genug. Nun zu den Fragmenten. Jedes von ihnen wird zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort erscheinen. Das Fragment der Morgendämmerung am Morgen auf der sonnigen Ebene. Das Mittagsfragment zur Mittagszeit auf der Lichtung und das Fragment der Abenddämmerung bei nachts im Wald. Sie leuchten wie Miniatursonnen auf dem Boden, sodass du sie leicht finden solltest. Sammle sie alle ein und bring sie zu mir. Worauf wartest du noch? Ja. Los! Das Fragment auf der sonnigen Ebene, in dem du am Morgen schaust. Was ist denn für die am Morgen, fragen wir mal erst. Also, streng genommen fängt der Mittag offiziell ab 12 Uhr erst an. Wir haben jetzt 11:30. Na, so. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob wir jetzt hier was finden werden. Aber wir schauen trotzdem zumindest mal nach. Da denke ich immer noch, dass wir mit Scar wahrscheinlich weitermachen müssen, damit wir da die Knochen kaputt machen können. Auf der sonnigen Ebene steht da einfach nur. Oh, ich hasse sowas, wenn da nichts beschrieben ist. Wenn da nicht steht, ja, du kannst... war das vorher auch schon so? Ja, da konnte ich nicht durch, ne? Wenn da nicht steht, du kannst es da und da finden oder so. Was weiß ich, am Wasser, du musst buddeln oder irgendwas in der Richtung. Na, komm, öffne. Geld. Ich meine, klar, Geld freue ich mich auch jedes Mal drüber, aber naja. Ach, dann ist noch die andere Frage. Da kommen wir dann nur über oben eigentlich rüber. Das heißt, ich muss erstmal das Ding hier versetzen, so wie es aussieht. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt lieber, als wenn ich jetzt von oben wieder da reinlaufen muss. So, jetzt ist natürlich die Frage, müssen wir das ausbuddeln? Finden wir das irgendwo so? Das können wir hier frei machen. Okay, da sind jetzt nur Sachen drin. Okay. Das ist ja auch alles schön und das nehme ich ja auch alles gerne an. Die Frage ist halt nur... Also ich denke mal, dass es wohl irgendwo offen rumliegt. Die Frage ist halt, was ist für die mittags, ne? Wenn jetzt mittags erst 12 Uhr ist, dann könnten wir hier noch was finden. Wenn mittags für die aber schon, keine Ahnung, um 10 Uhr morgens beginnt oder so, dann werden wir sie hier wahrscheinlich nicht finden.
weiß jetzt natürlich auch nicht, wo drin das jetzt sein könnte. Das könnte natürlich genauso gut sein, wenn man jetzt hier die Dreamlight-Dinger wegmacht oder so. Das ist halt so dieses Unspezifische. Ich nehme zwar an, dass man es so finden kann, dass es irgendwo drauf liegt, auf der Erde. Also ohne, dass man es ausbuddeln muss, aber man weiß es halt nicht. So. Das nehmen wir auch nochmal kurz mit. Weil da scheint mir nämlich was drin zu sein. Außer Gold. So, was dann doch eher selten ist, nehme ich mal an. Okay. Da geht's wieder hoch. Das nehmen wir auch nochmal kurz mit. Also es tut mir leid, dass diese Folge jetzt nicht ganz so interessant ist im Moment. Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, ist es offen? Muss man es ausgraben? Ist es überhaupt jetzt noch hier? Muss man es vielleicht auch angeln? Och, komm. So. Muss man es vielleicht auch angeln? Das könnten wir auch nochmal eben probieren. Ich denke mal eher nicht. Aber man weiß es halt nicht. Okay, da ist auf jeden Fall ein Fisch. Da schauen wir auch mal kurz. Von dieser Seite aus sehe ich jetzt so eigentlich nichts mehr. Wo was sein könnte. So. Da ist noch was zum Buddeln. Die nehmen wir natürlich mit, weil wir haben jetzt schon festgestellt, wir müssen sehr, sehr viel von diesen Zweigen immer wieder gebrauchen. Also benutzen, haben, wie auch immer. Achso, genau, das wollten wir noch machen. Also ich denke nicht, dass ich das Ganze beim Angeln finden werde. Ich werde auch dem... Hä, was war denn das jetzt gerade? Hallo? Man soll doch die linke Maustaste drücken, damit der anschlägt. Was soll denn das jetzt? So, wenn ich hier durch bin, werde ich dann auch noch mal kurz auf der anderen Ebene gucken. Vielleicht finden wir ja tatsächlich da was. Ich habe keine Ahnung. Da hinten ist was Goldenes. Das könnte natürlich auch theoretisch sein, dass man da was bekommt. Gold hat man ja auch nicht so oft im Wasser. Aber, ja. Nee, das wollte ich wegmachen. Den tun wir wieder auf die andere Seite. So. Dann angeln wir hier vorne nochmal kurz. Also wie gesagt, also ich gehe nicht davon aus. Ich denke mal eher, dass das dann frei herumliegt, sage ich mal. Ist das jetzt euer Ernst? Dann mache ich die auf jeden Fall raus. So. Ja, da muss ich auf jeden Fall nochmal kurz zurück die Teile mal eben loswerden. Das ist jetzt so eine richtig üble Folge für mich, weil ich eigentlich gerne Folgen mache für euch, wo dann alles so, ja, schön funktioniert, sag ich mal. Ach so, Moment, wir haben hier doch auch noch Kristalle, die wir noch reintun können. Wo alles schön funktioniert und dann alles so schön Schlag auf Schlag, sage ich jetzt mal, geht und man kann dann das nächste machen. Deswegen bereite ich die ja auch immer vor. Deswegen levelte ich die ja auch, soweit es geht, immer bis Level 10, bevor ich dann mit denen irgendwas mache, so wie jetzt mit Mutter Gotel, damit man halt weitermachen kann. Ja, was natürlich dann problematisch ist, wenn man nicht hängen bleiben hier, wenn man dann gar nicht weiterkommt. Tun wir die Fische auch nochmal kurz weg.
So, welche können wir denn da rein tun? Das passt alles rein. Und ich sehe jetzt gerade hier oben haben wir auch nochmal einen Platz, den wir freimachen können. Was ist das? Okay. Sagt mir jetzt gerade so gar nichts, aber okay. So, das Essen mache ich jetzt später, aber hier die Sachen im Bereich Sonstiges, die schmeiße ich jetzt auch nochmal kurz da rein. Stitch, du bist auf jeden Fall heute ein guter Kumpel. Du rennst immer schön zur Seite, wenn irgendwas ist, also wenn ich ankomme. Zwiebeln und so weiter. Dann haben wir noch Steine. Ihr seht schon, ne, ich habe nur noch einen Stein übrig. 69 habe ich jetzt mal eben nebenbei noch geholt. So, da haben wir, glaube ich, nur Sand drin jetzt, ne? Erde hat man, glaube ich, keine. Erde hat man keine, aber ich müsste doch dann... Ich habe gar keine Silberbarren mehr, oder wie? Okay. Das verwirrt mich ein wenig, aber okay. Dann müssten wir noch Eisenerz reintun. Das haben wir jetzt auch nicht mehr hier drin. Oje, oje. Ach, das ist hier drin. Ach, da sind auch die Silberbarren. Naja, gut. Egal, ich lasse es jetzt da drin. Ich dachte, da wären jetzt tatsächlich nur noch die Erde drin. Das Fragment im Wald der Tapferkeit. Nee, indem du in der Nacht suchst. Lichtung des Vertrauens, indem du zur Mittagszeit suchst. Keine Ahnung, ob wir das jetzt finden. Also wie gesagt, es ist eigentlich noch keine Mittagszeit. Wir haben noch keine 12 Uhr. Aber wir suchen hier trotzdem schon mal. Und da wir ja leider nicht wissen, wie, wo, warum, wieso, weshalb, werden wir jetzt natürlich auch, also die müssen wir natürlich mitnehmen, das muss ich jetzt mal nebenbei machen, weil da so viel von weggegangen ist jetzt. So, da ist auch nichts drin gewesen. Wobei ich, wie gesagt, immer noch denke, dass das offen irgendwo rumliegt. Ich sehe nichts, war der hier gerade, nee, da war nichts am Leuchten. So, Fische hätten wir hier jetzt noch. Also sprich, angeln könnten wir noch, um was zu finden. Ich meine, es kann ja nur, wenn ich das schon auf dem einen nicht finde, kann es ja nur noch im Endeffekt hier sein. Weil entweder ist es jetzt morgens oder ist es mittags. Also abends haben wir definitiv nicht. Es sei denn, dass die jetzt nicht von unserer Zeit ausgehen. Das wäre dann ziemlich dämlich. Aber da steht ja normalerweise drin, das Tier kommt dann und dann. Und das ist ja dann auch von unserer Zeit angerechnet. Also, ja, ich bin mir halt nicht sicher. Oh, Moment. Das sieht man so offen irgendwie. Nee. Das war jetzt nur wegen dem Schlamm. Oh. Na? Wieso kann ich das... Ach so, da muss ich... Nee, muss ich nicht durchlaufen. Okay, wir haben das Fragment. Also, 11 Uhr bzw. halb 11 gehört für die zur Mittagszeit. Keine Ahnung, warum. Wie gesagt, normalerweise wird die Mittagszeit ja offiziell ab 12 Uhr gerechnet. Also, wenn ihr mal irgendwo was finden solltet, ist zur Mittagszeit da, dann könnt ihr schon mal ab 11 Uhr gucken, ob das wirklich schon da ist. Und wir haben auch gesehen, es ist tatsächlich ein Teil, was hier offen rumliegt und so am Glitzern ist. Das ist schon mal gut, dann weiß ich fürs nächste Mal definitiv Bescheid. Ja, den Rest können wir jetzt leider nicht machen, das ist ein bisschen blöd. Ich würde sagen, das ist zwar jetzt nicht so das Beste, was ich machen kann, dass ich entweder, wenn ich daran denke, ein kurzes Video aufnehme, wenn ich dann auf die Suche gehe, wo ich das genau gefunden habe. Und dass ich die zwei kleinen kurzen Videos dann quasi ins nächste Video, ja, ins übernächste Video mit reinschneide. Ich werde jetzt noch eine Folge aufnehmen. Werde dann aber mit jemand anderem
machen müssen oder ich nehme keine Folge auf. Also entweder ins nächste oder übernächste Video kommt das damit rein, wenn wir dann wieder mit Mutter Gutel unterwegs sind. Wenn ich es vergessen sollte, werde ich auf jeden Fall einen Screenshot machen, damit ihr wisst, wo ihr das Ganze finden könnt. Und ja, dann hoffe ich mal, dass wir dann in der nächsten Folge vernünftig, sag ich mal, weitermachen können, weil sowas ist wirklich nervig, wenn man dann tatsächlich an verschiedenen Uhrzeiten dahin gehen muss. Ich meine, wie soll ich das jetzt machen? Morgen früh um 8 Uhr oder so wahrscheinlich dann da reingehen. Da bin ich aber noch gar nicht zu Hause. Also, keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich weiß auch nicht, wie berufstätige Leute das machen sollen. Sollen die sich sonntags einen Wecker stellen, damit sie dann extra um 8 Uhr aufstehen? Das ist auch Mist. Also da, Disney, ganz ehrlich, solltet ihr euch etwas Besseres für eure Kunden einfallen lassen. Und ja, wir sind nun mal die Kunden. Wir haben das Geld bezahlt und das nicht zu knapp für Disney, also für Disney Dreamlight Valley. Und ja, wobei ich dazu sagen muss, einige Sachen wurden ja wohl schon geändert auf Wunsch ja, der Kunden, also der Spieler. Was ich sehr, sehr gut finde. Also ich finde es immer gut, wenn sich Entwickler dazu bereit erklären, Sachen zu ändern, beziehungsweise überhaupt auf ihre Fans zu hören. Ja, man kenne da ja auch andere Entwickler. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, Square Enix, die da nicht so nachgucken, was die Leute haben wollen. Gut. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und ja, hoffe, dass ich das dann alles so hinkriege, beziehungsweise so dran denke und hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann! Ciao!